Sie denken Wirtschaft neu, sogenannte Purpose-Unternehmer. Ihre Firmen sollen Beschäftigten und Gesellschaft dienen, nicht dem Kapitalmarkt. Für mich ist die Purpose-Bewegung eigentlich so ein bisschen eine Gegenbewegung zum aktuellen Hyperkapitalismus, also wieder ein Wirtschaften mit Sinn. Der Zweck des Unternehmens, neudeutsch der Purpose, rückt ins Zentrum, nicht der Profit. Wir reinvestieren Gewinne in den Sinn und Zweck. Wir haben immer die Kontrolle über das, was wir tun. Und die Mission steht immer im Mittelpunkt von unserem Handeln. Und dafür verzichten sie oft sogar auf Geld. Ich habe mich selbst enteignet, weil ich der Meinung bin, dass ein Unternehmen, an dessen Erfolg 1000 Kolleginnen und Kollegen beteiligt sind, nicht mehr einer Person allein gehört. Er ist einer der erfolgreichsten Internetunternehmer Deutschlands und einer der ungewöhnlichsten. Christian Kroll hat vor gut 10 Jahren mit Ecosia eine eigene Suchmaschine gegründet. Täglich führt ihn sein Weg zur Firma durch den Berliner Tiergarten, die grüne Lunge der Hauptstadt. Also ich versuche eigentlich morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht an Arbeit zu denken, sondern einfach nur den Weg zu genießen. Und passiert aber natürlich trotzdem, dass ich dann einfach mal über das Alltägliche nachdenke. Das heißt, ich merke natürlich auch, dass wir als Gesellschaft irgendwie in die falsche Richtung laufen und überlege, wie wir beitragen können dazu, dass das eher in die richtige Richtung geht, dass wir eine Zukunft haben für unseren Planeten und natürlich auch für alle folgenden Generationen. Ecosia funktioniert wie Google, mit einem großen Unterschied. Mit dem erwirtschafteten Gewinn werden Bäume gepflanzt. Und der Gründer hat kein Interesse an persönlichem Reichtum. Für ihn sind Sinn und Zweck seiner Arbeit, der Purpose, wesentlich wichtiger. Also ich habe vor einer Weile entschieden, dass ich Ecosia mehr oder weniger die gesamten Anteile, die ich besitze, abgebe an die Purpose-Stiftung. Und damit ist es eben unmöglich geworden, das Unternehmen zu verkaufen. Und zusätzlich haben wir auch noch verbindlich geregelt, dass es unmöglich ist, Gewinne rauszuziehen. Oder es darf auch nie jemand die Kontrolle über das Unternehmen erlangen, der nicht im Unternehmen arbeitet. Und damit haben wir Ecosia zu einem sich selbst gehörenden, nicht gewinnorientierten oder nicht profitmaximierenden Unternehmen gemacht und den Zahn des Kapitalismus gewissermaßen gezogen und es für die Zukunft geschützt. Kroll ist zwar nach wie vor Chef von Ecosia, aber eben nicht mehr Eigentümer des Firmenvermögens. Aus dem Internet-Startup ist mithilfe eines Stiftungsmodells ein sogenanntes Purpose-Unternehmen geworden, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Dem Unternehmenszweck Bäume pflanzen ist alles andere untergeordnet. Und der Erfolg gibt Kroll recht. Gemeinsam mit seinem Team fiebert er heute einem Meilenstein der Unternehmensgeschichte entgegen, der 100-millionsten Baumpflanzung. Ich bin heute Morgen mit dem Rad durch den Tiergarten gefahren. Dort stehen ungefähr 200.000 Bäume und es dauert ganz schön lang, da durchzufahren. Wir haben bereits 500 Mal so viele Bäume gepflanzt und wir haben so vielen Menschen mit unseren Projekten Hoffnung gegeben. Zehntausenden konnten wir mit unseren Partnern ein besseres Leben ermöglichen. Benefiting from what we're doing. So. Bei Ecosia in Berlin arbeiten rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie verdienen gutes Geld. Und mit ihrer Arbeit füllen sie nicht das Bankkonto ihres Chefs, sondern machen die Erde Stück für Stück ein wenig grüner.
Ja, also genau an solchen Tagen merke ich, dass der Purpose von Ecosia eben nicht ist, irgendwie reich zu werden. Andere Unternehmen feiern vielleicht 50 Millionen Euro Gewinn oder sowas. Wir feiern halt 100 Millionen Bäume und ich merke auch, dass das was ist, was den Mitarbeitern sehr wichtig ist. Also ich muss hier niemanden motivieren, sondern die Leute sind selber motiviert dadurch. Man merkt auch, wenn man hier reinkommt, dass die Stimmung eine andere ist. Also es gibt keinen, der sagt, arbeiten hier alle, sind alle schon um 9 da oder so, sondern man kann darauf vertrauen, dass alle ihren Job gut machen, weil alle hier arbeiten, weil sie das Beste für Ecosia wollen und die Mission, die wir gemeinsam verfolgen. Und das ist schon ein großer Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Unternehmen, bei denen man arbeiten könnte. Die Hamburger Speicherstadt. Früher weltgrößter Umschlagplatz für natürliche Rohstoffe wie Tee und Kaffee. Heute tüftelt hier in einem der alten Lagerhäuser das Gründerteam um Christian Siegmund und Katrin Oeding an einem Produkt aus einem eher unnatürlichen Rohstoff. Weggeworfenes Plastik. Weltweit leider fast unbegrenzt verfügbar. Wilde Plastikfolie wird zu einer wilden Mülltüte. Und das ist der Wildbag. Die gibt es heute noch nicht. Deswegen haben wir auch 2 Jahre daran gearbeitet, um das möglich zu machen. Und sind jetzt im Prinzip kurz davor, den Wildbag auf den Markt zu bringen. Das Start-up ist als Unternehmen in Verantwortungseigentum gegründet worden. Die Purpose-Stiftung hält 1% der Anteile. Mit Vetorecht. Ihre wichtigste Aufgabe? Nein sagen. Nein zu Gewinnausschüttungen, nein zu möglichen Kaufinteressenten. Die Firma gehört sich selbst. Stimmberechtigt sind immer nur die Leute, die auch im Unternehmen arbeiten und die Entscheidungen treffen und die am Ende tagtäglich das tun, was wir uns vorgenommen haben, nämlich wildes Plastik zu retten. Die spannende Frage wird ja letzten Endes auch sein, wenn wir uns das Granulat jetzt hier mal anschauen, das sieht ja von außen nicht perfekt transparent aus. Ne? Das hat irgendwie einen Grünstich oder einen Türkisstich. Noch wird am Prototyp gefeilt. Ja, in der Umsetzung in der Extrusion ist es eigentlich, also das erkennst du nicht mehr. Ne? Das ist, selbst wenn du es gegen das Licht hältst, eigentlich farblos. Ja. So. Und da wird es halt irgendwie spannend am Ende des Tages, ab wann sehen wir eine Farbe in dem transparenten Bag? Das würde ich total cool finden. Vielleicht, dass wir auch irgendwo ein Vermerk machen, wie das beim Buch manchmal ist, dass du sagst, erste Auflage, zweite Auflage, dritte Auflage. Also du weißt dann auch wirklich, was du da vor dir hast. Und das finde ich spannend. Und wenn die dann unterschiedlich farbig sind, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und das geht jetzt im Prinzip an die allerersten Händler. Der Rohstoff für die nachhaltige Mülltüte: wildes Plastik. Und das wird direkt in der verschmutzten Natur gesammelt, in Ländern der dritten Welt, wo sich bislang kaum einer um den Plastikmüll schert und es keine funktionierenden Wiederverwertungssysteme gibt. Also alles, was wir machen, hat noch nie jemand gemacht. Und wir haben noch viel vor, weil da liegt unheimlich viel in der Umwelt und daraus kann man sehr viele tolle Produkte machen, die wirklich gebraucht werden und jeden Tag von Menschen auch verwendet werden. Vorkenntnisse mit Plastik hatte hier im Team fast keiner. Was sie alle eint, ist die Mission, die Welt von Plastik zu befreien. Mitgründer Holger Ernst hatte sein Erweckungserlebnis auf einem Müllberg in Indien. Wir standen auf einem der größten Müllkippen der Welt. Das ist außerhalb von Delhi. Das ist so absurd und du wirst so klein und so melancholisch und merkst, wie groß diese Probleme und die Umweltprobleme haben, die wir haben auf dieser Welt sind, dass man danach eigentlich nur depressiv werden kann oder man beginnt, selber etwas zu tun. 3 Jahre später haben wir die Purpose GmbH gegründet, verkaufen die ersten Produkte aus Wild Plastic, sammeln mit Partnern in Afrika, in Haiti, in Indien selber Müll auf, schiffen den um die Welt, bereiten den auf und machen Produkte. Und das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl. Leutkirch im Allgäu, der Sitz der Firma Elobau. Michael Hetzer gehörte das Familienunternehmen, geerbt vom Vater. Doch irgendwann kamen ihm Zweifel, warum das eigentlich alles seins sein soll.
Er sah sich schon immer mehr als Treuhänder, denn als Eigentümer. Für die Produktion von Sensortechnik und Bedienelementen packen hier mehr als 1000 Beschäftigte gemeinsam an. Alle 1000 sind für den Erfolg verantwortlich. Das heißt, warum soll es dann einer Person gehören? Das ist für mich einfach gar nicht logisch. Und wenn man eben vermeiden oder wenn man eben für sich auch ausschließt, das Unternehmen zu verkaufen, dann ist es eigentlich fast ein logischer Schritt, das in Verantwortungseigentum zu bringen. Die Arbeitsabläufe im Industriebetrieb haben sich dadurch nicht geändert. Nur die Firmenstruktur ist neu. Aus dem Familienunternehmen wurde ein Stiftungsunternehmen. Aus dem Familienunternehmer ein Stifter. Die Skepsis war zunächst groß. Ich habe immer wieder gehört, man kann doch nicht sein Unternehmen verschenken, man kann es doch nicht jetzt einfach abgeben. Also das muss doch erst mal in der Familie bleiben. Diese ganzen Dinge hat man natürlich immer wieder gehört. Doch für Michael Hetzer bildet sein Purpose-Ansatz den Kern der sozialen Marktwirtschaft ab, so wie er sie versteht. Frei im unternehmerischen Tun und dabei den harten Regeln des sogenannten Investorenkapitalismus entzogen. Natürlich hat ein Unternehmen in Verantwortungseigentum auf jeden Fall mal den Vorteil, dass es klar ist, dass das Unternehmen für sich selber arbeitet, also auch die Gewinne weitestgehend selber verwenden kann. Das ist lediglich eben die Stiftung, die, wenn es die gibt, einen Anteil davon erhält. Aber es ist eben kein Gesellschafter da, der Gewinne sich ausschütten lässt. Es kann nicht verkauft werden an irgendjemanden, der dann den Standort vielleicht schließt oder der Sparmaßnahmen verordnet und das Unternehmen vielleicht danach, nach dem Verkauf, viel schlechter aufgestellt ist wie vor dem Verkauf. Das kann alles mit einem Purpose-Unternehmen nicht passieren. Allein die Umwandlung war komplizierter als gedacht. Denn im rechtlichen Umfeld von GmbHs, Aktiengesellschaften und KKGs sind im deutschen Wirtschaftsrecht Purpose-Unternehmen so nicht vorgesehen. Also ich dachte eigentlich als Unternehmer, dass man das einfach tut. Man sucht sich einen Berater, der das immer macht, beauftragt den und ich sage mal, spätestens ein Jahr später ist das Ding vollzogen. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Tatsächlich sollte es mehr als 6 Jahre dauern und gut eine 500.000 Euro an Kosten verschlingen, bis aus dem Familienunternehmen ein Unternehmen in Verantwortungseigentum wurde. Die rechtliche Umsetzung ist kompliziert. Und er will das ändern. Ah, sorry, ja, ich bin hier gerade unter. Ich höre Sie aber gut, ich stelle mich einfach auf Stumm, während Sie reden. Armin Steuernagel ist selbst Unternehmer und einflussreicher Kopf der Purpose-Bewegung in Deutschland. Er ist der Ansicht, dass sich die Eigentumsverhältnisse in Unternehmen ändern müssen, wenn diese den Beschäftigten und der Gesellschaft dienen sollen. Dafür hat er die Purpose-Stiftung und die Stiftung Verantwortungseigentum gegründet und ist als Lobbyist im politischen Berlin unterwegs. Wenn ich sagen will, ich verspreche jedem in der ganzen Welt, jedem Konsumenten, jeder Konsumentin, dieses Unternehmen ist tatsächlich für diese Aufgabe da und nicht für mein Privatvermögen, dann geht das heute rechtlich nicht. Die deutschen Gesetze verhindern das. Und das zu ändern, deswegen stehe ich hier in Berlin und gebe mir diesen sehr komischen Abgeordnetenmarathon. Die heutigen Regelungen zur Gründung etwa einer GmbH stammen noch aus dem Kaiserreich. Um hier Ergänzungen durchzusetzen, gilt es, dicke Bretter zu bohren. Das braucht sehr viel Geduld, das braucht sehr viel Zeit. Ich würde das, glaube ich, nicht machen, wenn ich nicht tief überzeugt bin, dass es bei mir selbst, aber auch bei vielen, vielen anderen Unternehmern so ist, dass sie deswegen Unternehmer geworden sind, weil sie für eine Aufgabe einstehen, nicht weil sie reich werden wollen, sondern weil sie was Gutes auf die Welt bringen wollen und dass sie einfach nicht die passenden Rechtskleider dafür haben. Deshalb kämpft der 30-Jährige für eine neue spezielle Rechtsform, eine GmbH für Purpose-Unternehmen in Verantwortungseigentum. Erstmal wurden wir nicht ernst genommen. Wenn man sich irgendwie so an Abgeordnete wendet, ist
Die haben ja so viel auf dem Schirm, die haben so viele E-Mails jeden Tag, hunderte. Da kommst du ja gar nicht erstmal durch. Du musst da hinterher sein, wie sozusagen so ein kleiner beißender Hund, der nicht mehr loslässt, damit du überhaupt einen Termin bekommst. Bei Ecosia ist das Büro in der Corona-Zeit nur dünn besetzt. Auch wichtige Umsatztreiber, etwa Werbekunden aus dem Tourismus, haben zuletzt weniger gebucht. Dennoch steht das Unternehmen gut da. Wenn man uns nach klassischen Startup-Metriken bewerten würde, dann wären wir vielleicht mehrere hundert Millionen wert. Das bedeutet natürlich auch, dass meine Anteile sehr, sehr viel Geld theoretisch wert gewesen wären. Also ich habe schon auf eine Menge Geld verzichtet, aber ich habe halt für mich gemerkt, dass das Geld nie das war, was mich antreibt. Von daher war das kein großes Problem für mich. In mittlerweile 30 Ländern lässt Ecosia Bäume pflanzen. Dabei geht es neben dem Klimaschutz immer auch um die Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Die Prioritäten sind klar gesetzt. Der Zweck des Unternehmens ist mindestens genauso wichtig wie das Unternehmen selbst. Wir pflanzen nicht Bäume, um Geld zu verdienen, sondern wir verdienen Geld, um Bäume zu pflanzen. Das heißt, das Prinzip ist einfach ganz anders. Bei uns ist fundamental eine ganz andere DNA. Und wir geben momentan, unser Ziel ist, 60% des Umsatzes wirklich an Baumpflanzprojekte zu geben. Und jeden Monat gehen mindestens wirklich 80% des Gewinns an Baumpflanzprojekte. Doch viele Projekte haben derzeit Corona-bedingt Zwangspause. Videokonferenz nach Brasilien. I'm fine, real good. So, nice to meet you. Appreciate Melissa. Very good to talk to you again. Yeah, pleasure to meet you too. Das Land ist von der Pandemie besonders betroffen. Corona hat auf alle Projekte Einfluss. Und an manchen Orten haben wir Probleme, weil wir während der Regenzeit nicht so viel pflanzen können wie geplant. Jetzt ist Durchhaltevermögen gefordert. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, gerade im Angesicht der globalen Krisen. Für mich ist Purpose eigentlich die perfekte Antwort auf viele Probleme, die wir gerade im Kapitalismus haben. Also dieser Hyperkapitalismus, der nicht nur Klimawandel, sondern auch Umweltzerstörung bewirkt. Ich glaube, das würde ein Purpose-Unternehmen einfach nicht machen. Und wir haben in Deutschland prinzipiell die Idee der sozialen Marktwirtschaft als die Leitidee. Und leider haben wir uns davon sehr weit wegbewegt. Und ich glaube, durch Purpose können wir da wieder ein bisschen hinkommen. Den Mensch in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns zu stellen. Ein wichtiger Grundsatz, auch bei Elobau. Ich bin der Meinung, dass ein Unternehmen in Verantwortungseigentum eine Unternehmenskultur schaffen muss, oder die muss sie eigentlich schon haben, bevor sie sich transformiert, wo der Mitarbeiter sehr viel Verantwortungsspielraum hat. Das heißt, die Entscheidungen, die zu treffen sind, sollten da getroffen werden, wo das Problem aufkommt. So, Marie, kannst du die zwei dann als nächstes machen? Ja. Weil die müssen wir dann morgen verschicken. Dann klappt das. Silke Sulzer ist Feinmechanikerin in der Produktion. Also ich wird mit einbezogen in die Verantwortung, ein neues Lohnkonzept zum Erstellen. Da war eine Ausschreibung, da habe ich mich gemeldet und habe gedacht, vielleicht kann ich da was bewirken. Und das ist ja ein großes Vertrauen, wenn der Chef sagt, hey, dann nehmen wir welche von der Produktion, die da mitmacht. Kurz darauf saß die vermeintlich kleine Silke Sulzer mit den vermeintlich großen Unternehmensstrategen an einem Tisch. Es war schön, aber es war auch sehr anstrengend. Es war tränenreich, weil auf der gleichen Ebene sitzen wie jetzt der Herr Hetzer oder Michael, wir sind ja alle per Du. Man muss schon ein bisschen frei sein, um zu sagen, ich kann da mal sagen, was mich stört und wo es hängt. Ja, es gab verschiedene Situationen, wo man dann echt auch vielleicht mal sagen hat müssen, dass man nach Nasenfaktor bezahlt wurde. Der, wo mehr schleimt, bekommt mehr. Es gab eine Debatte darum, die Prämie, wo wir einmal im Jahr bekommen, zur Umsatzprämie,
haben wir früher gehabt, die ging nach dem Jahresbrutto aus. Und einfach mal zum Sagen, hey, wir tun alle was dafür, dass der Betrieb Umsatz macht, warum die Jahresprämie pro Kopf verteilen. Das war für mich so ein Highlight, wo unser Chef, also der Michael, sehr geschluckt hat. Aber wir es doch geschafft haben, dass wir jetzt eine Pro-Kopf-Prämie haben. Christian, moin. Hey Chris. Hi. Schön, dass du da bist. Na? Geht's dir gut? Jo. Wichtiges Meeting für Christian Siegmund von Wild Plastic. Treffen mit Christian Schad, einem möglichen Investor, der die jungen Unternehmer auch berät. Seit 2 Jahren arbeitet Wild Plastic an seinem ersten Produkt und sucht Geldgeber. So ein Laden wie ihr, was macht ihr denn? Ihr räumt die Welt auf. So ein Investor, der Interesse daran hat, dass die Welt aufgeräumt ist, der ist bei euch gut aufgehoben. Ja, der verdient nebenher noch ein bisschen Geld, auch gut. Aber das muss im Grunde genommen gleichwertig nebeneinander stehen. Das heißt, du brauchst eigentlich Geld mit Haltung. Und dann funktioniert das Ganze. Der klassische Investor in Nadelstreifen, dem es einfach nur darum geht, schnell sehr viel Geld zu verdienen, weiß nicht, ob das das richtige Zielpublikum ist. Strategisch gut für Wild Plastic, ihr Purpose-Versprechen steht für Nachhaltigkeit und entspricht dem Zeitgeist. Weil es eben vieles von dem, was wirklich krank ist an der Art zu wirtschaften, wie wir sie aus den letzten 40 Jahren kennen, heilen kann. Das ist mit Sicherheit kein Allheilmittel, aber es kann einige Symptome heilen, die ganz, ganz böse sind. Nämlich zum Beispiel Gier. Denn Purpose und Gier, das schließt sich aus. Wir reinvestieren Gewinne in den Sinn und Zweck. Wir haben immer die Kontrolle über das, was wir tun. Und die Mission steht immer im Mittelpunkt von unserem Handeln und von all dem, was wir bei Wild Plastic schaffen. Michael Hetzer fördert mit seiner Elobau-Stiftung Projekte in Umweltschutz, Geflüchtetenhilfe und Bildung. So unterstützt die Stiftung das örtliche Gymnasium jährlich mit einem 6-stelligen Betrag. Den können wir dir mal oben zeigen. Genau, das wäre super. Also, wo es hinkommt, wie es weitergeht. Ja, genau. Alles klar, super. Wir folgen dir auch noch. In die Jahre gekommene Klassenzimmer sollen radikal umgestaltet werden. Die Idee ist, dass der Bereich hier, der wird sozusagen Arbeitsbereich, Bibliotheksbereich für Einzelarbeit, um in Ruhe arbeiten zu können. Wände raus, Frontalunterricht aufbrechen, neue Formen des Lernens schaffen. Schon als Familienunternehmer hat Hetzer hier Geld gegeben und dafür oft Argwohn kassiert. Man muss sich hier in Deutschland schon komische Fragen gefallen lassen, warum man solche Dinge unterstützt, weil man immer unterstellt, dass es auf jeden Fall ein Steuersparmodell sein wird oder dass man Einfluss nehmen möchte. Also dass eigentlich so die Idee an sich begeistert und man es deshalb unterstützt, das wird eigentlich gar nicht gesehen. Mit Blick nach draußen. Ja, genau. Vielen Dank. Im Neubau nebenan wurden die neuen Raum- und Lernkonzepte bereits umgesetzt. Und das auch dank der Gewinne von Elobau. Und auch wenn es derzeit Corona-bedingte Einschränkungen gibt, hier lernen viele Kinder von Elobau-Beschäftigten. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man jetzt das dann in Realität sieht. Und auch die Kinder, wenn die dann sagen, sie wollen sich es gar nicht mehr anders vorstellen. Das ist ja Wahnsinn. Dann ist es einfach ein super Erfolg geworden. Tief im Brandenburger Hinterland. Ortstermin für Christian Kroll. Der Suchmaschinenbetreiber besucht Ostmost, ein Unternehmen, das aus Streuobst Apfelsaft herstellt. Die gemeinsame Faszination für Bäume hat sie hier zusammengebracht. Da hinten, der sieht doch gut aus. Da gibt es zumindest so oben so ein paar rote, die sehen so richtig nach Äpfeln schon aus. Es ist keine Fläche, die wir der Natur wegnehmen, sondern wir versuchen das im Einklang mit der Natur zu machen. Streuobstwiesen haben eine unglaubliche Artenvielfalt, gehören zu den artenreichsten Biotopen hier in Mitteleuropa.
obwohl sie von uns genutzt werden und obwohl wir hier Früchte für unseren Konsum anbauen. Nachhaltiges Wirtschaften mit Blick auf Naturschutz verbindet beide Unternehmen. Eine Kooperation hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Christian Kroll kann sich vor entsprechenden Anfragen kaum retten, wählt aber seine Partner sorgsam aus. Was bei uns halt bei Partnerschaften total wichtig ist, dass die Leute wirklich nicht nur sich irgendwie grün anmalen wollen, sondern dass die Leute wirklich auch was verändern wollen. Und dass wir kriegen viele Anfragen auch. Also leider gerade größere Unternehmen haben halt ein großes Interesse, da irgendwie sich grün anzumalen. Und es macht halt viel mehr Spaß, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und das Vertrauen ist auch ein ganz anderes, wenn man weiß, wir wollen wirklich in dieselbe Richtung. Auch Lukas Küttner von Ostmost liebäugelt mit der Purpose-Idee. Zumindest perspektivisch. Noch ist das Unternehmen als normale GmbH organisiert. Der Purpose-Gedanke ist unglaublich wichtig, weil das, was wir jetzt aufbauen, seit 5, 6 Jahren mittlerweile mit unserem Herzblut, mit unseren Persönlichkeiten, die wir auch dahinter stehen, der darf natürlich nicht verloren gehen. Und jetzt machen wir das alles aus Überzeugung, aber eine Überführung in ein Purpose-Unternehmen zum Beispiel würde natürlich auch nach außen darstellen, dass es nicht an einzelnen Personen hängt, sondern dass das darüber hinweg den Zweck und die Mission des Unternehmens bestehen bleiben wird. Und das ist unglaublich wichtig. Jedes Mal, wenn ich mit einem Unternehmer reden kann, der irgendwie kurz davor steht, dann schubse ich natürlich gerne noch ein bisschen an, weil ich auch merke, dass die Leute, die es dann gemacht haben, letztendlich mit dem Schritt zufrieden sind. Viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen im Herzen, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann und möchten schon heute Wirtschaft anders leben, möchten heute schon versprechen, ey, wir machen das nicht einfach nur, um immer reicher zu werden, sondern wir machen das, weil wir auch was der Gesellschaft geben wollen. Armin Steuernagel berät und hilft Unternehmen bei Gründung oder Umwandlung in ein Purpose-Unternehmen. Ganz neu ist der Ansatz eigentlich nicht. Auch große und bekannte Unternehmen wie Bosch oder Zeiss sind seit vielen Jahrzehnten zumindest ähnlich strukturiert. Was ist die grundsätzliche Idee? Vielleicht nochmal, um auf einem Level zu sein. Man könnte es so zusammenfassen, das Unternehmen ist keine Ware. Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer informieren sich über die Erfahrungen anderer Gründer. Christian Kroll berichtet von seinem ganz persönlichen Purpose-Moment, kurz nachdem er seine Anteile abgegeben hatte. Ja, dann war für mich eigentlich der Moment da, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt ist Ecosia sicher von den Einflüssen des Kapitalismus. Jetzt können wir wirklich was ganz Großes aufbauen. Und selbst wenn mir mal was zustoßen würde, dann ist einfach Ecosia hoffentlich für die nächsten Jahrhunderte geschützt. Und ja, ich hoffe, das ist ein Wettbewerbsvorteil auch gegenüber Google, der uns nie wieder genommen werden kann, dass wir einfach nicht Profit maximieren müssen. Nachhaltiges Wirtschaften und die Frage nach der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit beschäftigt vor allem jüngere Menschen. Ich glaube, es ist ein absolutes Zukunftsthema, alleine wenn man sich mal die jüngeren Generationen anschaut. Und wir haben immer wieder Praktikanten auch bei uns, wir haben viele junge Kollegen, denen reicht es nicht mehr einfach irgendwie ein Gehalt zu bekommen. Die fragen sich, was leiste ich hier jeden Tag? Macht das für mich Sinn? Gerade Leute, die von der Uni gehen, die sagen, okay, ich möchte eigentlich langfristig bei einem Unternehmen arbeiten, was ich auch in der Message auch vertreten kann. Also ich weiß, das Geld fließt nicht in die Tasche der Konzernchef, sondern wir arbeiten für eine Mission und die teilen wir auch. Also wir teilen gemeinsame Werte. Betriebsausflug nach Sachsen-Anhalt. Das Wild Plastic Team will dabei sein, wenn in dieser Fabrik aus Plastikbergen endlich Mülltüten werden. Wir sind heute hier, weil wir quasi unsere erste komplette Produktion von unserem Wildbags live miterleben wollen. Und heute geht es wirklich um eine Serienproduktion und das macht es natürlich so aufregend. Und das sind die ersten Wildbags, die wir dann auch ausliefern werden. Es ist kein Zufall, dass das erste Produkt des jungen Purpose-Unternehmens ausgerechnet eine Mülltüte ist.
Es muss ein Massenprodukt sein, mit dem wir starten. Und deswegen ist es auch die Mülltüte, weil die Mülltüte ist eigentlich Symbol für den Trash, den wir aufsammeln, den du darin sammeln kannst, in einer Mülltüte, die aus diesem Müll ist, der auf allen Straßen der Welt lag. Wildes Plastik zu Mülltüten zu verarbeiten, eine echte Herausforderung. Die Produktion ist komplex und kompliziert. Mit dem Material, wie wir arbeiten, hat noch nie jemand überhaupt irgendeine Tüte hergestellt. Und das macht es etwas schwieriger. Rund 10% des Mülltütenmarktes will Wild Plastic erobern, um nachhaltig und profitabel arbeiten zu können. Doch aller Anfang ist schwer. Die Perforation müsste eigentlich hier sein. Wenn ich die Tüte jetzt abreiße, ist quasi noch ein Teil des Prints hier. Und nicht nur das. Der Teufel steckt im Detail. Auch mit dem Anbringen der Banderolen hat die Maschine so ihre Schwierigkeiten. Das heißt, wir banderolieren jetzt 20.000 Rollen von Hand. Das kann man machen. Ja, das kann man machen. Let's go. Mit diesem wundervollen Stick, dass wir das dann festkleben. Teambuilding der besonderen Art. Dann muss es eben Handarbeit sein. Die Zeit drängt. Die Corona-Pandemie hat den Produktionsplan in den vergangenen Monaten ohnehin schon kräftig durcheinandergewirbelt. Alles das, was man jetzt hier sieht, ist bereits verkauft. Und jetzt geht es darum, dass sie mehr Material herschaffen, mehr Produkte herstellen, um den Rest dann auch tatsächlich verkaufen zu können. Profitabel wirtschaften, aber mit Sinn. Eine Art Update für die soziale Marktwirtschaft. Ein Modell, das offenbar immer mehr Menschen überzeugt.